So, und wir sind beim Boss. Und dieser Boss ist der gemeinste Boss im Spiel, wenn das ist, den ich denke, und ich fürchte ihn. Ja. Ich möchte aber Oh Gott. ohne Hilfsmittel auskommen. Ich habe ihn noch nie Und am ohne Ende. Hilfsmittel geschafft. Ich habe einmal gegen ihn gespielt. Ich bin 20, 25 bis 30 Mal gestorben und ich möchte es jetzt besser machen. Aber Rache. gut, dass wir 99 Luftballons haben. 99 Luftballons. Ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß genau, wo dein Bett parkt. Hey, Alter. So entstehen die Tikis aus meinem Bananensaft. Werden aus leeren, hohlen Dingern. Ja, und da haben wir den Boss. Haha, der Abspritzer. Eine Ziehharmonika, Akkordeon, Quetschkommode. Weißt du, was ein Fotzenhobel ist? Ich will's gar nicht wissen, wirklich. Es ist eine Mundharmonika, du Honk. Das wusste ich. Weißt du, was eine Kotspirale ist? Ich möchte es auch nicht wissen, glaube ich. Eine moderative Anmaßung des Niveaus. Und wir, mein Freund, befinden uns gerade am untersten Ende. Was muss ich tun? 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 Sterben. Fuck, ich hab's vergessen. Nein, ich will nicht sterben. Unter die Beine durchrollen und dann springen. Ja, auf die Stacheln da unten. Ja. Ja. Du bist mein Held. Ja. Das musst ihm halt am. So, jetzt Warte kann ich mal, unten drauf springen. wie hieß der Film nochmal? Spiel mir am Glied mit Kot. Bam, 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 bam. Krieg ein Herz? Alter, Schade. der hat Ich jetzt möchte jetzt nicht Unterleibsch. darauf eingehen. Der hat jetzt Unterleibsschmerzen wegen dir. Bist du dir sicher? Ja. Damn, 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 damn. Ein Herz, das bringt mir aber gar nichts, ist mir gerade eingefallen. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Silian. 5 Minuten und 12 Sekunden. Sui lässt grüßen. Irgendwie erinnert mich deine ganze Art zu kommentieren ziemlich stark an ihn. Sehr schöne LP bis jetzt. Dafür, dass du noch relativ neu bist, machst du das schon echt gut. Und auch deine Kommentare finde ich größtenteils gar nicht so unlustig, wie du immer sagst. Ich denke, du hast verdammt viel Potenzial. Wenn du so weitermachst, bist du auch schnell ein Großer. Dankeschön. Ja! So, das Spiel schaue ich auf jeden Fall weiter an und abonniere habe ich dich sowieso. Viel Erfolg noch. Genau, das ist auch der, den ich vorhin angesprochen habe in meiner Mini-Dankesrede. Aber danke für dieses geile Lachen. Das war echt episch. Alter, wenn ich bei dir höre, und wenn du so weitermachst, bist du auch noch schnell ein Großer. Dann muss ich einfach. Ja. Sonst geht's So, dir gut, ausgelacht. oder? Ja, jetzt schon. Ihr merkt, den Demon Weißt du? Days geht's heute echt fantastisch. Ja? Ich hab jetzt gerade weggeklickt, damit die das nicht mehr lesen kann. Aber warte mal. Nein! Ja. So, du hast Das hat verloren. gepasst. Ja, aber die Sache ist halt nicht, ich hab dich nicht ausgelacht, ich hab dich angelacht. Angelacht, naja, klar. Gelacht habe ich von. Ja. Genau, mache ich Gelacht habe ich nächstes Mal auch. Ich eben. habe dich nicht angepinkelt, ich habe dich ausgepinkelt. Ja. Nein, ich habe die nicht angepinkelt, ich habe die nur angepisst. Oh Mann, war das wieder. Oh, Wo wir schon untersten fick Ende der die Ziege! Kotspirale wären. Alter, man fickt keine Ziegen. Das ist bäh. Achso, man fickt aber Affen und die Nashörner. Wenn's gerade der Affe ist, der Nashörner fickt und ein anderer Affe den Affen. Ja. Es wird halt am Ende nur ein behaarter Ich Rhinoceros. möchte ein Herz. Bitte, 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 ich möchte die nicht Alter, verlieren. hab ich gerade schon wieder Einhorn gesagt?
Ja. Irgendwann lerne ich es noch. Alter, ich weiß nicht, was ich immer mit meinen Einhorn und Rhinoceros habe. Irgendwie klappt das in letzter Zeit. Beide haben Horns. Ja. Allerdings ist halt das Rhinoceros ein bisschen besser gepanzert. Wie kommst du denn darauf? Das Einhorn hat Magie. Nein, nur weil ich das Herz haben wollte. Oh, ich werde hier noch eins verlieren. Oh, doch nicht. Was bringt dir Magie? Nicht Magie. Magie! Was bringt dir Magie? Wenn ihr so ein Rhinoceros einfach umrennt und dich dabei plättet. So ein Einhorn kann dir gerade mal sein Horn mächtig schön in den Arsch reindübeln. Nein, du könntest Indignation einsetzen. Ja, genau. Weißt du was, dann komme ich einfach mit der Stichsäge und schneid's das ab. Das Horn. Oder ich mach's einfach wie bei Monster Hunter. Zweihandschwert nehmen, warten bis es anläuft und dann BÄM! Voll auf den Kopf. Wow. Ja. Ja, ja. Man merkt, Micha hatte keine Kindheit. Ich hatte zu viel Kindheit. Man merkt, mit Micha Monster hatte zu viel Kindheit. Ja. Kindheit. Ja, ich hab zu viele kleine. Darf ich dich auch mal wieder treffen? Nein. Guck dir das an! Er lässt sich nicht treffen! Alter, ich würde es mir ja gerne gar anschauen, allerdings ist die Qualität so für'n Arsch. Tja, dann guck halt nicht. Nee, ich lass es auch. Ich suche jetzt gerade wieder eine Ablenkung. Was das? Was kommt denn jetzt noch? War das Ding, wirft jetzt Eier oder wie war das? Nein, er wirft Bomben. Alter, er wirft Bomben. Das Ding. Bomben, das Eier. Ding bekommt jetzt Balls of Steel. Ach genau, das war jetzt hier Bowser-like, genau. Ah ja, komm. An wen erinnert diese Strategie zum Schluss? Auf Gegner draufspringen, auf sie draufspringen oben und dann hochwerfen. Normalerweise sollte man es tun, aber ich kann gerade nicht, weil ich mich zu dämlich anziehe. Weißt du, was an dieser Stelle noch fehlen würde? Dass er unsichtbar ist. Dann ist es Kaizo Mario. Aber es ist ja auch so schon schwer genug. Du hast ja zu Anfang gesagt, es ist Kaizo Mario. Ah, ich habe nur noch ein Leben und ich werde auch verlieren. Warum habe ich dich gerade nicht gehört? Ich habe doch ich möchte keinen Bananensaft einsetzen. Zeit für einen Bananensaft. Ich will keinen Bananensaft einsetzen, aber ich muss, glaube ich, gleich. Ich will. Eine Zeit, dass du dir eine Banane in den Ohr steckst. Ich will den nicht. Das ist lame. Das ist einfach nur lame. Aber ich will nicht lamen. Tja, du lamest aber. Liebe Kinder, gerade lerne ich wieder mal Finger weg von den Rogen. Ist nix gut. Es gibt auch nette Drogen, so wie Gummibärchen. Ja, Gummibärchen, damit vergleichst du dir nur die Rosette. Nein, gar nicht. Meine Rosette ist noch ganz rosettig. Alter, vor 2 Jahren hätt's fast eine Oma zerrissen. Weil sie zu viel Gummibärchen gegessen hat. Dann hat sich der ganze Propangas in ihr aufgestaut. Cool. Hat sie es aufgebläht. Und ist sie bei geplatzt. Einen Tag danach hatte sie eine Operation. Und dann haben sie das Hintertürchen leicht gespreizt und dann ist der ganze Gas rausgekommen. Also, wir müssen ihn von unten anspringen und dann draufhauen und ich krieg ein Herz. Ich versuche gerade die Situation zu retten. Und ich versuche gerade noch zu retten, was zu retten ist mit dem Vollpfosten. Donkey Kong. Angst vor dir, geh bitte. Kennst du Captain? Nein, will Captain ich auch nicht kennen. Alter, du kennst ja nicht mal Games One. Schäm dich. Natürlich kenne ich Games One. Aber ich kenne nicht jede Folge auswendig, das tut mir echt leid.
Alter, du verpasst das Witzigste. Gute Idee, schlechte Idee. Sagt dir das wenigstens was? Nein. Alter. Kennst du die fünf Anzeichen von besonders schlechten Spielens? Ja, wenn sie von Ramon gesplayt werden. Genau. Nein. Nein. Simon hat's vorgemacht. In Halo Wars. Alter, das ist nicht Simon, das ist Bimon. Nein, er wird Simon geschrieben. Alter, das schreibt sich Bimon, du Honk. Okay. Vielleicht kannst du sogar recht haben, bin ich mir gar nicht sicher. Such mal nach in YouTube nach Simon, findest du nichts. Such mal in YouTube nach Bimon, findest du sicher was. Und das ist immer Game One bezogen. Warum? Weil es Simon ist. Der sich eine Geheimidentität besorgt hat. Ich sag doch Simon, was ist das, nervst du denn? Ja schon, allerdings nennt er sich Bimon. Du Pimmel. Ich habe einen. Ich will doch nur noch einmal treffen, bitte. Ja, ja, komm. Komm. Du willst etwas sagen? Sag ich. Ich will nichts sagen, ich will ihn nur noch töten. Ich muss nur noch einmal treffen. Das kann doch wohl jetzt nicht so schwer sein. In den Eimer treffen. Oh, mit Full HP. Ich glaube, ich habe nur ein Leben verloren oder gar keins. Hast du es geschafft? Gucken wir uns mal die Bildqualität wirklich mal bei dir an. Liebe Leute. Ich weiß gar nicht, was du hast. Womit lenkt sich die Mildes? Warte. Haha, jetzt hast du es wieder verpennt. Womit lenkt sich der liebe Devil Days LP wieder mal ab? Ich würde mal auf ein Spiel mit M tippen. Oh lolol. Hat irgendwas mit einer Mine zu tun, glaube ich, ne? Ja, irgendwas mit einem. Und was mit zusammenbauen, glaube ich, auch noch. Ja. Und abbauen. Und Schweinerei. So, und wir kommen zum letzten Dungeon. Ich werde das Licht mal anmachen, vielleicht kriegt er dann ein besseres Bild. So, ich muss quer durch mein Zimmer durch. So, und dann hinten ab. So, eventuell hast du ein viel besseres Bild. Nein, ich habe ein schlechteres Bild. Quatsch, kannst du gar nicht haben.